nicht zu spät? Nein, sie sind noch nicht zu spät. Aber setzen Sie sich doch. Hallo meine Herrschaften, ich wollte euch heute mal ein bisschen aufklären. Da wir momentan ein Müllproblem haben und das sehr dringend beheben sollten und die Straßen einfach nur verdreckt sind, die Roboter kommen einfach nicht mehr hinterher. Dazu noch der Klimawandel, es wird immer wärmer und wärmer und ja, wir müssen halt auf jeden Fall was dringend gegen tun. Ich weiß auch die Lösung, aber es gibt noch ein Problem. Es gibt auf der Welt nicht mehr so viele Mineralien und Erze und darunter leiden natürlich auch noch die Häuser hier und die Forschung halt noch. Und als Forscher habe ich natürlich die Lösung und könnte Ihnen weiterhelfen. Wenn wir uns kurz besprechen, ob wir Ihr Angebot annehmen, in der Zeit gehen Sie bitte die Treppe runter und wir teilen Ihnen dann mit, ob wir Ihr Angebot annehmen. Wir müssen Ihnen vertrauen. Wir haben keine andere Wahl. Sind Sie sich denn dabei sicher? Denn dieser große Verbrecher könnte uns sehr einfach hintergehen. Wir sitzen in der Zwickmühle. Irgendwann werden die Menschen sich quälen, damit sie überleben. Aber andererseits können wir es nicht riskieren. Er könnte mit unserer Erlaubnis vieles anstellen. Mhm. Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber dieser Verbrecher, was könnte der mit dieser ganzen Macht alles anstellen, Leute? Überlegt doch mal, der könnte was auch immer alles machen. Wir können ihm ja eigentlich gar nicht richtig vertrauen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich würde sagen, dass wir ihm die Erlaubnis geben. Er sagte ja auch, dass er das Müllproblem beheben könnte. Die Menschen sollen sich nicht so ekeln vor dem Müll. Da würde ich eher das Risiko eingehen. Okay, ihr habt mich überzeugt. Das stimmt. Zum Beispiel das mit dem Müll, das ist ein richtig gutes Argument. Unsere Roboter kommen gar nicht mehr hinterher. Und die Menschen sind einfach ein bisschen zu faul dazu, um einfach den Müll wegzuräumen und sortieren und was auch immer alles. Und es gibt auch noch mehr Wasser und wenig Mineralien. Ihr habt mich überzeugt. Wir müssen es einfach zulassen. Ich gehe dann zu ihm und sag's ihm. Und? Ja, also wir haben mit unserem Rat besprochen, dass wir ihr Angebot annehmen, weil wir müssen es annehmen. Weil wenn es weitergehen würde, würde die Menschheit aussterben, das können wir nicht zulassen. Also, wir nehmen ihr Angebot an, aber wehe, sie hintergehen uns, das wäre ganz schön. Nein, ich würde sie auf jeden Fall nicht hintergehen und ich werde jetzt auch direkt damit anfangen. Tschö. Okay, danke, tschüss. So, noch ein paar Sachen einstellen, dann kann ich mit der Zeitmaschine losgehen. Mal hier kurz gucken. Ah, okay, dann machen wir mal auf die 3. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich ganz gut, glaube ich, hoffentlich. Ja, hier nehme ich auf die 2, hier auf die 4. Das anmachen. Jetzt den Knopf drücken. Hier ist gespeichert. Das an. Und das an. So, jetzt kann's losgehen. Endlich ist die Zeitmaschine fertig. Endlich! Jetzt geht's los. Tschüssi und willkommen neue Welt.